So, jetzt gehen wir hier weiter. Und, oh, da kommen immer die Monster. Oh Gott. Ja, die Monster, die fordern mich schon immer ein bisschen mehr heraus. Im Moment ist es dunkel, ich sehe nichts. Ach nein, doch, ich sehe was. Ah, jetzt kommen immer ein Tier, die Zombies. Also, es ist noch immer die Nachsynchronisation und, wir müssen noch immer mal schauen, wie wir das machen. Ich labere einfach noch ein bisschen dazu, dass es sich so anhört, als ob das perfekt gespielt wurde, aber war nicht perfekt gespielt. Oder ist nicht perfekt gespielt. Ne, ich tue einfach mal so, dass es perfekt gespielt. Ah, ja. Erstmal dahin genau alles überprüfen, ob da was ist. Bevor da doch was ist. Und tot. So, was ist jetzt? Leider ruckelt es. Da ich jetzt zwei Aufnahmen mache hier. Aber das ist kein Problem. Ich guck mir einfach den Bildschirm an und trink jetzt mal was, weil jetzt kann ich auch trinken und gleichzeitig spielen. Das geht. Es war ein bisschen schade mit der Nachsynchronisation, aber das muss halt jetzt sein. Sonst würden nämlich keine Folgen ohne Sound kommen und das ist nicht Sinn der Sache. Deshalb mache ich das. Was gibt's Neues? Ich kann jetzt so Themen machen. Kanalvorstellungen. Zwei sind raus, oder? Ja, ich weiß nicht genau, ob wir dann schon vielleicht drei raus sind, wenn diese Folge rauskommt. Auf jeden Fall lief es eigentlich bis jetzt ganz gut. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Anmeldungen natürlich kommen. Weil so kann man das auch ein bisschen weiter fördern immer. Und das macht richtig viel Spaß. Das ist cool. Ja, das hätten wir auch nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, sowas. Aber ich finde es schön. Wir haben auch gutes Feedback eigentlich wiederbekommen, so. Dass sowas mal cool ist. Finden wir gut. So, was machen wir jetzt? Wir gehen durch Türen. Durch sämtliche Türen. Ja. Ah, und da ist jetzt das Ding, was wir aufsammeln müssen. Da schieße ich natürlich erstmal drauf. Vielleicht geht es ja kaputt. Ne? Aber wir sammeln es auf. So, ich habe eine PDA-Nachricht, glaube ich, bekommen. Mhm. Nur das Item im Itemfach. Ja. Gehen wir also zurück. Wir müssen jetzt erstmal den Weg wieder suchen. Der ein bisschen schwierig ist zu finden, weil den finden wir jetzt auf einmal nicht so. Das finden wir schade. So. Erstmal richtig hinsetzen nochmal. Und gucken. So, was. Was steht denn da? Jetzt überlegen wir. Wo ist das? Wo ist das nö? Jetzt wird es ein bisschen schwieriger für mich, weil ich nicht genau weiß, wo wir hin müssen. Aber da ist der Fahrstuhl, den rufen wir. Und fahren eine Etage nach unten. In die Lobby. Und mal schauen, was uns da so erwartet. Ich weiß es selber auch nicht mehr ganz genau. Uns erwartet nicht. Nicht erwartet uns. Wunderbar, außer da oben sind hier diese, ich weiß immer nicht, wie die heißen, nach wie viel Folgen, 35, 36 Folgen, 37 Folgen, Doom. Ich weiß immer nicht, wie die ganzen Sachen heißen, deshalb, egal. Erstmal die Taschenlampe in der Helligkeit rausholen, ne? Ja, das ist wichtig. Ups, da kommen sie erstmal. Und weiter geht's. Und da ist wieder so ein Springvieh. Die Dinger mag ich ja überhaupt nicht. Oder zwei davon. Und wer mich kennt, weiß, dass ich die Teile überhaupt nicht mag. Die sind irgendwie ganz lästig. Aber wir müssen natürlich mit denen klarkommen. Das ist das Problem. Und das tun wir natürlich auch damit. Und ich hätte eigentlich mal nachsynchronisieren sollen mit Webcam dann an. Müsste ich eigentlich bei jeder Folge jetzt machen. So tun, als ob ich spielen würde. Ja. Aber das ist nochmal was anderes, wenn man jetzt so nachsynchronisiert. Ich finde das sogar ein bisschen schwieriger als so. Was machen wir da? Wir gucken auf das PDA. Hm. Ach ja, jetzt suchen wir genau. Jetzt suchen wir nämlich einen Weg. Wir wissen kein bisschen, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. So, wo gehen wir hin? Da waren wir überall schon. Das ist das Problem, also. Und diese Waffe wollen wir immer noch gerne haben. Das ist das Problem. Und das wird ein bisschen schwierig, glaube ich, diese Waffe zu bekommen. So. Gucken natürlich rein, aber es bringt nichts reinzugucken. Und gehen wieder zurück. So. Kanalvorstellung. Ne, wenn
jemand diese Folge jetzt sieht, der noch nicht und sich angemeldet hat bei Kanalvorstellung und würde es gerne machen, macht es, schaut euch vielleicht auch das Infovideo dazu an, noch am besten. Aber das ist sehr schön eigentlich und wir haben Feedback bekommen. Haben erst gedacht, ah, jetzt machen die uns irgendwie an, wieso wollt ihr das machen und so, aber ist gut angekommen bis jetzt und das freut uns natürlich und das würden wir auch gerne weitermachen, nicht nach, wenn die Liste fertig ist, dann schon wieder aufhören, weil sich keiner angemeldet hat, das ist das Problem. Also muss uns jeder weiterempfehlen, das müssen wir vielleicht auch in den Videos noch sagen, empfiehlt uns weiter. Weil so kann das nur wachsen, so ein bisschen, dieses Projekt. Und wir hoffen, dass wir es noch ein bisschen machen können. Weil das macht ziemlich viel Spaß. Ja, gehen wir mal wieder zurück hier. Ja, wir gucken uns die ganze Zeit die Türen an und suchen nämlich den Weg. Jetzt gucken wir nochmal auf dem PDA, was in unserer Informationsliste steht, wo wir hin müssen. Aber wir finden den Weg nicht. Komischerweise, wir sind irgendwie... Ich finde ja nie den Weg irgendwie. Wenn ich irgendwo bin, finde ich nie den Weg. Ist ja auch im echten Leben so. Ja, jetzt gucke ich in den Optionen, wie ich vielleicht mein Item aktivieren kann, weil ich gedacht habe, vielleicht müssen wir ja das Item aktivieren. Aber ich habe dann irgendwie nichts zugefunden. Vielleicht sehe ich jetzt was? Nee, ich sehe jetzt auch nichts, was, was man benutzen kann. Ja. Toll. Nichts finden wir, das ist immer wieder typisch für hier. Weil man nichts findet, immer diese Wege suchen. Auch die Optionen sind ein bisschen links und ich habe auch, von meinem Bruder hat noch so gesagt letztens so zu mir, du, boah, das ist, sieht so shitter aus eigentlich jetzt mittlerweile. Stimmt auch, da ist ja eigentlich für die BFG-Edition da, die ja ein bisschen bessere Grafik gemacht hat, aber ich finde eigentlich, dieses Original, das ist das Original und das so soll es auch bleiben. Ja, ne, sieht halt so aus. Kann man nichts machen. Genau, da war das Rätsel, aber da konnten wir nicht mehr hin, weil die Tür nicht ganz aufging. Das ist unser Problem. Und die Tür wollen wir auch noch aufbekommen. Weil da ist irgendeine coole Waffe hinter, aber die kriegen wir nicht, weil wir keinen Code haben. Und den Code, den finden wir auch gar nicht. Habe ich so das Gefühl gehabt. Oder habe ich das Gefühl, ich darf nicht die ganze Zeit sagen. Gehen wir einfach mal weiter durch jede einzelne Tür, die hier in diesem ganzen Konstrukt ist. Soweit bin ich ehrlich gesagt noch nie gekommen. Ich habe es ja früher mal gespielt, so, also nicht Let's Play, sondern nur gespielt. Und ich bin nie so weit gekommen. Bis wohin bin ich gekommen? Bis zum Anfang, wo die Spinnen so anfingen. Und weiter nicht mehr. Weil das Spiel, glaube ich, ich hatte den Deutsch-Patch drin. Weil das halt die Schrift alles auf Deutsch ist, weil jetzt ist er auf Englisch. Und, der Deutschpatch, der hat mein Spiel zum Absturz gebracht dann und dann konnte ich es nicht mehr starten und ja, da habe ich es nicht mehr gespielt. Aber jetzt bin ich ja so weit schon, also das hat mich selbst erstaunt, wie weit ich komme, weil eigentlich sind so Spiele, oh, so wie Doom, also, ist schon schwierig für mich. Wobei ja eigentlich ich sagen muss, Rollenspiele sind so meins mehr. Aber das macht schon richtig viel Spaß. Und ich kann es auch immer wieder jemandem empfehlen. Egal, ob der jetzt die BFG-Edition kauft. Die ist, glaube ich, aber ein bisschen anders sogar. Von der nicht Story her, aber von den Level-Dings. Dass man eine andere Spielweise hat, zum Beispiel. Und da ist nochmal der Raum, wo wir das Teil her hatten. Diesen Plasma-Kern-Dingens. Und da konnten wir ja nicht rein. Schade. Ja, jetzt fängt nämlich dieses planlos Umherrennen an. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Das ist diese Frage, die ich mir da gestellt habe. So. Nochmal den Fahrstuhl benutzen. Einmal nochmal nach unten in die Lobby fahren. So. Lup, nach unten, Tür offen. Und wieder in der Lobby. Da müsste eigentlich so eine Fahrstuhlmusik kommen. So eine dünn, 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 dünn. Aber kommt nicht. Schade. So, wohin gehen wir? Wir gehen nochmal durch diese Tür. Daher. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen den Weg einfach mal so ein bisschen entlang. Vielleicht und da. Sieh an. The
that will get the teleporter working again. Now you don't have much time. You're going to need to teleport across the containment chamber. It's the only way through this part of the complex. Head into the chamber and initiate the sequence on the machine. I'll take care of the rest. I'm not going with you. Good luck. But before you go, I want you to take something. It's a journal I made about the experiments. Those things. It's all there. It'll explain everything. Get it to someone so this never happens again. Ja. Da liegt ein Revolver. Den wollten wir eigentlich auch mit aufnehmen. Aber den geht nicht aufzunehmen, weil das, glaub, einfach eine ganz normale Waffe ist, die da rumliegt. Oder wir haben schon die Munition voll, deshalb geht's nicht. Jetzt haben wir ein Video bekommen. Naja, der labert jetzt. Und bei mir hier zum Nachsynchronisieren ist das Bild angehalten. Wunderbar. Das Problem ist, ich kann jetzt auch nicht weitermachen. Ja, ich sehe jetzt leider nicht, was passiert. Schade. Na, ich laufe noch immer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon durchs Portal. Jetzt. No. Jetzt wurden wir teleportiert, aber wohin genau? Wohin genau? Das weiß man nicht und ich hoffe mal, dass ich, wenn ich jetzt... So, ich guck mal eben. So, da sind wir wieder. Jetzt sehe ich auch das Bild. Hahaha. Gut, ich habe ein bisschen geklickt. Ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie eine Störung dabei ist. Boah, das wäre scheiße. Auf jeden Fall sind wir jetzt rüber teleportiert worden auf die andere Seite. Und ich guck mal, was da so passiert. Oh, das ist Rock. Das ist das Problem. Oh, da hat es mich erschreckt. Das weiß ich noch. Das hat mich voll erschreckt. Und da kommt ein brennender Zombie, aber den haben wir mit einem Schuss weggebamst. Gebamst, auch gesagt. So, da können wir nicht her. Aber da, ja. Der steht auf. Ein kopfloser Zombie, wo noch so ein Stück vom Kopf ist, das ist echt eklig. Ja, das ist eklig. Bah. Mal schauen, was uns noch so erwartet jetzt hier. Oh, ruckelt nicht. Das ist ein bisschen, erschwert mir natürlich ein bisschen so dieses Synchronisieren, weil wenn es dann immer hakt oder so im Spiel, dann wird Zeit, dass ich einen neuen PC bekomme und den kriege ich auch bald. Und dann habe ich erstmal echt die volle Länge. Das finde ich ganz cool. So, jetzt erstmal hier schön gucken noch, was hier so ist. Mhm. Da können wir noch immer nicht hin. Ich habe erst gedacht, wir hätten vielleicht jetzt so ein Schild, dass wir durchs Feuer gehen können, aber haben wir nicht. Deshalb muss ich mir den richtigen Weg suchen. Und eigentlich ist es nicht so schwer, den richtigen Weg zu suchen. Weil der ist da. Nochmal schön wieder die Waffe nachladen, ne? Ah ja. Ah, Gott sei Dank, das Bild ist wieder da. Jetzt sind wir in einem Raum, der...
Ne, das ist ja noch nicht der Raum. Oh, da kommt wieder so einer mit so einem langen Arm. Und diese Dinger mag ich hier überhaupt nicht. Den haben wir auch noch knapp getötet. Also, der hat uns echt viel Leben abgezogen. Aber wir haben es geschafft. Das ist ja das Gute daran. Und da bin ich so ein bisschen überfragt, was das ist eigentlich. Hallo, halt. Das seht ihr gleich noch. Oder ist es da schon? Nein, das ist noch immer nicht da. Na. Immer dieses Gelache von dem einen Typen. Ist auch ein bisschen scheiße, aber egal. Okay, da kommen noch ein paar Gegner, das ist das. Und wir müssen jetzt immer noch schauen, wo wir hin müssen. Aber wir haben eigentlich, glaube ich, den richtigen Weg jetzt erwischt. Das ist das Gute daran. So, den PDA. Und es ist dunkel. Das Spiel ist sowas von dunkel. Das hätte ich nie gedacht, dass das wirklich so dunkel ist. Da haben wir schon die Leute auf uns zuspringen sehen. Aber wir schaffen sie. Zwar getroffen, aber das ist egal.